Einen wunderschönen guten Tag, lieben, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute mit Dave gegen Pole Position. Wir fahren in Australien im 2010er Red Bull in F1 2019, wo wir ja aktuell noch unterwegs sind. Und dort versuchen wir die Sebastian Vettel Pole Position Runde zu toppen. Ich bin hier schon mal eine Zeit gefahren, 24.391, und Sebastian Vettels Pole Runde war ein bisschen schneller. 23.919 heißt, ich muss etwas mehr als 4 Zehntel finden. Ich zeige euch auch mal ganz kurz mein Setup. Also ich bin hier mit 1,7 Flüge gefahren, 75 Diff, links, links, rechts, rechts hatte ich hier, anscheinend war das in dem Spiel das Beste, I don't know. 1, 2, 4 mal die 6, eine gute Telefonnummer vielleicht auch, wäre ganz schick zumindest. 75 Bremsdruck, 54 Bremskraft Balance, dann haben wir Reifendruck, damaliger Standard und 9er Ballast. Ja, wir gehen mal rein. Ich habe tatsächlich auch mal in F1 2020 gerade einen kleinen Run gemacht, muss aber sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Autos dort sehr viel unruhiger plötzlich geworden sind. Die Classic Cars. In 2018 schienen die noch viel stabiler zu sein als in diesem Spiel. Also irgendwie haben sich die Classic Cars über die Jahre auch verändert. Vielleicht wird da mal ein Vergleich interessant. Jo, auf jeden Fall wird das, denke ich mal, eine Challenge sein, die mich die ein oder andere Minute jetzt kosten wird. Und wir gucken mal, wie wir hier vorankommen. Man kann natürlich mit dem RB6 relativ spät bremsen. Das Auto hat den V8-Motor, der an sich geil klingt, aber nicht so unendlich viel Power hatte. Und dementsprechend ist die Topspeed jetzt nicht unendlich hoch. Und außerdem hat das Auto super viel Downforce, weil es ist das einzige Auto mit Doppeldiffusor und angeblasenem Diffusor, was richtig geil ist. So, und wir sind schon auf PB-Kurs unterwegs. Schauen wir mal, ob es vielleicht sogar eine First Try Challenge wird. Ey, das wäre so lustig. Da war ich zu zaghaft. Na, für First Tries zu vorsichtig, oder? Na, es müssen ja noch 4,5 Zehntel ungefähr kommen. Es ist so ungewohnt, später als 100 Meter zum Beispiel zu bremsen bei den meisten Sachen. Okay, funktioniert. Aber guter Einstand, erste Runde. Na, die letzten Kurven sind schwierig. Die erste Runde ist schon mal ganz gut in der Reichweite. Not bad. Nein! Direkt ungültig, sauber. Nein, Alter, was mache ich hier? Oh. Etwas mehr als ein Zehntel rausgeholt in der Schikane hier. Nice. Ah, ja, ich habe ein bisschen Sorge bei den... Bei der schnellen... das zählt doch. Bei der schnellen Kurve bin ich immer auch ein bisschen vorsichtig. Man weiß halt nie, wie viel Unter- oder Übersteuern hast du gerade. Ah, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Oha. Letzte Kurve eigentlich auch ein bisschen zu weit rausgekommen. Aber eine PB. 200stel schneller, immerhin. Oha, krasser erster Abschnitt bisher. Drei Zehntel voran, sauber. Aktuell sind es so 2,5 Zehntel, das ist noch nicht genug. Komm schon, Dave. Komm schon. Das muss irgendwie klappen. Vier Zehntel fast. Sauber. Jetzt sind es 4 Zehntel. Oha. Nein, nein. Das zählt? Wie entspannt sind denn die Track Limits? Das ist die Runde! Bam, Junge! 23,7. Wir sind anderthalb Zehntel runter. Huh! Krass. Schauen wir mal, wie es mit F1 2020 aussieht. Wir haben hier keine Zeit hingelegt, aber die Bestzeit mit dem F2004 ist deutlich langsamer als die in F1 2020. Die Grip-Niveaus haben sich bei den Classic Cars
dann wohl extrem geändert. Ich frage mich, woran es genau liegt, weil F1 2020 an für sich soll ja mehr Grip geboten haben als F1 2019. I don't know, aber wir fahren mal. Ich habe jetzt mal das Setup vom ersten auf der Rangliste genommen und wir gucken mal, was wir hier so First Try erreichen. Oh, Auto fährt sich ganz gut. Es geht sogar. Huh. Vielleicht hatte ich einfach nur ein super schlechtes Setup. Ah. Ja, ein bisschen unruhiger ist er beim Exit, aber trotzdem. Uiuiui. Okay, etwa 20 Sekunden voran. Ah, ja. Da merkt man, dass F1 2019 ist tatsächlich schon echt viel Grip hier. Okay. Wir müssen sehr vorsichtig hier sein. Da sieht man's. Auto bricht eher aus. Track Limits trotzdem sehr freundlich. Sehr schön. ...1.18.5 jetzt. Nach Sektor 2. Was jetzt vorgegebene Zeit da ist. Hä? Das sind 25 Sekunden voran. 26. Wir sind eine halbe Minute voran. Wir müssen fast 50 Sekunden schneller sein. Ui. Okay, schaffen wir es? Wir sind 45 Sekunden voran. Ne, das ist eine 26.3. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin auf Anhieb 2,5 Sekunden hier langsamer als in F1 2019. Das ist crazy. Ein Run wagen wir noch. 1.26.3. 2,4 Sekunden hinterher. Oh, nee. Ja, okay. Das war der Run. Ey Leute, super krass. Vielleicht könnt ihr es mal selbst testen und mir sagen, ist man in F1 2019 wirklich so viel schneller mit den Classic Cars als in F1 2020? Hat man da wirklich so ein unterschiedliches Grip-Niveau? Weil ich habe das für die Classic Cars nicht mehr so im Kopf. Auf jeden Fall krass. Und F1 2090, was Classic Cars angeht, super grippy. 2018 glaube ich noch krasser und 2017 glaube ich noch mal krasser. Crazy. Aber 2019 kommt von den Zeiten grob hin. Vielleicht ein Ticken langsamer, aber mal schauen. Wobei natürlich, ich bin ja nicht Sebastian Vettel. Aber hey, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Challenge. Wenn du so ist, das geht auch noch oben. Da gerne ein Abo raus, aber nichts. Bis zum nächsten Mal. Ciao.